Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique. Es scheint die Sonne, wir haben ein Vogelnest auf dem Kopf und es dauert nicht mehr lang, denn machen wir den ersten internationalen Fashion Contest und hauen der Lena hoffentlich eins voll auf die Mütze. Und wir haben festgestellt, Florian geht sehr oft mit seiner Freundin Kaffee trinken. Das ist schon nicht mehr normal. Ich glaube, der hat ein Kaffeeproblem. Aber das werden wir ihm wahrscheinlich so nicht sagen können. Wie kann ich dir helfen? Hi, das ist aber eine reizende Boutique. Ich kann mich nur gar nicht entscheiden, was ich heute kaufen möchte. Ich dachte, bei so viel stylischen Sachen würde sich etwas aufdrängen. Aber jetzt empfinde ich es doch als die Qual der Wahl. Ich bin also auf Ihre Mithilfe angewiesen. Würden Sie etwas für mich aussuchen? Irgendeinen Artikel? Solange er im Ethno-Stil ist, wird er mir ganz sicher gefallen. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf. Du willst nur einen Artikel, ne? Suchen. Wir haben 60 Artikel von Zoll, da werden wir doch was Schönes für dich finden. Süße Maus, du. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was wir hier also aufdrücken wollen. Ach komm, wie wär's denn mit so einem schönen Wickelrock? Das ist es. Oh ja, der gefällt mir. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ja, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Was soll's? Und was sagst du? Gefällt dich? Gefällt dir? Finde ich gut. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit Lena, ey. Ach, was bin ich froh, dass ich damit in die Umkleidekabine gegangen bin. So ein Ethno-Design habe ich mir schon so lange gewünscht. Wie wunderbar. Wissen Sie, ich denke, ich kaufe noch etwas Passendes dazu. Vielleicht sogar ein ganzes Outfit. Wenn Sie etwas finden, was hierzu passt. Es war so klar. Das war so klar, dass sie dazu noch ein komplettes Outfit haben will. Aber kann sie haben. Komm, wir haben... Jetzt haben wir nur noch 50 Artikel. Was ist los? Aber wenn sie es möchte, dann möchte sie es und dann kriegt sie es auch. Also. Da sind wir mal nicht so. Ne? Da sind wir ja nicht so. Kriegst du hier so ein. Ne, lieber so das mit hier. Kriegst du hier die lila Schuhe. Und kriegst noch die Tasche. Sieht voll süß aus. Oh ja, das gefällt mir. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Hatte die das nicht eben gerade schon mal gesagt? Aber okay. Und was sagst du? Schön? Nicht schön? Ja, gefällt dir. Yes. Sieht süß aus. In diesem Entwurf ist viel Mühe geflossen, das weiß ich. Und ich muss sagen, ich liebe Ihre Ethno-Empfehlungen. Die Accessoires passen auch perfekt zu diesem Stil. Ich nehme es. Yay! Und erstmal schon mal ein paar Sachen ausverkauft. Ach, Sie wissen einfach immer Rat. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nun bleibt nur noch die Frage, wo ich jetzt mit meinem neuen Look hingehe. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Park. Ich glaube, ich mache einen kleinen Spaziergang. Möchten Sie nicht mitkommen? Ja, klar. Sie können auch nachkommen. Für den Fall, dass Sie gerade beschäftigt sind. Bis später vielleicht. Ja, komm. Haben noch ein bisschen Zeit. Da ist der Park. Ab in den Park. Oh yeah. Hallo, hier. Danke, dass Sie gekommen sind. Es tut mir leid, dass ich das von Ihnen verlange. Aber ich bin sehr froh, dass ich Gelegenheit habe, mit Ihnen einen Spaziergang zu machen. Ah, da blüht die Kamille. Zumindest in Form von Tee sind Sie sicher auch vertraut damit. Ich kenne mich mit Kräutern ziemlich gut aus, müssen Sie wissen. Ich habe einen kleinen Gemüsegarten zu Hause. Dort baue ich neben dem Gemüse auch Kamille, Minze und Basilikum an. Das hält die Insekten fern und lässt das Gemüse noch besser schmecken. Aber man muss aufpassen. Diese Kräuter sprießen so schnell im Handumdrehen, haben sie den ganzen Garten übernommen. Letztes Jahr hat sich die Minze mir nichts, dir nichts fast meinen ganzen Garten geschnappt. Irgendwann hast du das schon mal gehört. Ach ja, wie wäre es, wenn wir zusammen ein Foto machen? War das die... Hatten wir das nicht schon mal, das Gespräch, dass irgendeiner da Minze angebaut hatte?
Danke, dass Sie mit mir spazieren gegangen sind. Nächstes Mal bringe ich Ihnen meinen hausgemachten Minztee mit. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Minze ich vom letzten Jahr noch übrig habe. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug anfangen soll. An einem heißen Tag wie heute geht nichts über einen Minztee. Ich könnte schwören, da hatten wir doch schon mal eine, die gesagt hat, hier, ich hab gemacht und getan und... Boah, ich will diesen hässlichen Dutt von meinem Kopf haben. Hier, Expertenberatung. Macht noch eine neue Figur. Ja. Pass hier auf. Geht doch! Warum nicht gleich so? Also... Erst mir hier so einen hässlichen Vogelnest auf den Kopf hauen. Bei die Piepso. Es ist soweit! Boah, ich bin so aufgeregt. Ach, Gottchen. Guten Abend, Maika. Herzlich willkommen beim Internationalen Contest. Es ist eine große Ehre für unsere Stadt, Gastgeber des prestigeträchtigsten weltweiten Contest zu sein. Aber eine noch größere Ehre ist es, dass zwei Weltklasse-Stylistinnen wie du und Lena Töchter der Stadt sind. Hast du Lampenfieber? Mach dich nur ganz entspannt an die Arbeit. Lena und die anderen Teilnehmer sind schon da. Komm schon. Ein Pueblo. Schlicht und schön. Okay. Ja, komm, nimm mal den. Ah, der Ton ist weg. Das tut mir leid. Ja, ich weiß, Prep. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Suche. Marke. Brookbridge. Stil. Bridgeschick. 185 Artikel, da werden wir was finden. Wenn nicht, sterbe ich. Dann sterbe ich 1000 Tode, ey. Was haltet ihr davon? Vielleicht doch erstmal dennoch noch einen Rock gucken. Ich mag den ganz gerne. Der passt dann dazu. Den kriegst du noch so einen Steppdeckel drauf. Strümpfe. Ach Gottchen. Nee, nicht so eine Schuhe. Solche Schuhe. Ich habe Angst. Oder vielleicht doch ein Tick dunkler? Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist halt britschig, ne? Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Make-up. Was hatten wir denn schon mal? Wir hatten sowas Natürliches, ne? Weil wir sind ja hier... Wir gehen ja zur Schule und nicht hier auf dem Maskenball. Ja, das sieht ja alles voll schrecklich aus. Jetzt nur noch die Haare. Lang. Ich glaube, ich hatte mal den, ne? Na, ich habe Angst. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Nee, komm, wir bleiben bei dem, wo ich sicher bin. Der hat schon mal gewonnen und warum sollte er jetzt nicht noch ein zweites Mal gewinnen? Wenn ich den finde. Was ich natürlich nicht tue. Wo ist denn jetzt hier? Verdammt nochmal. Da ist er doch. So, dann kriegt die noch so... Machen wir ihr schwarze Haare. Komm, machen wir ihr jetzt schwarze Haare. Ist egal, komm. Hab ich Angst. Komm, ich kann nicht hingucken. Ja, ja. Er ist schlicht und ist schön und wird wahrscheinlich voll zu warm sein. Vielleicht hätte ich die Weste nehmen sollen. Vielleicht hätte ich eine Weste nehmen sollen. Also das ist nicht witchig. Ohne Scheiß, das ist nicht preppy. Das ist Zeug gemixt mit Mädchenhaft. Ich jede Wette ein, dass die nicht den ersten macht. So. Okay. Die kann uns jetzt echt gefährlich werden, weil die Jacke, alles ist, glaube ich, britschig, außer vielleicht die Schuhe, die Hose,
Brille? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Brille nicht. Ja. Die könnte uns auch gefährlich werden. Die können uns alle gefährlich werden. Aber die haben auch alle so lange Jacken angehabt, ne? Aha, hab ich Angst. Jetzt kommen wir. Auf jeden Fall wird gejubelt. Wir haben alles gemacht, was zu machen geht. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Leute. Ich sag's euch. Oh, jetzt die Augen zu machen und nicht hingucken. Haben wir gegen Lena verloren? Wir haben gewonnen! Echt, dies Platz 2? Alter, Lena, was hast denn du dir dabei gedacht? Ohne Scheiß. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Ich hätte eher gedacht, dass die den zweiten oder hier Platz 3 den zweiten macht. Aber doch nicht das. Ah, wir haben Chili da top gewonnen. Oh, geil. Wir haben Lena gezeigt, wo der Haar hängt hier. So sieht's aus und nicht anders. Kann sich Lena eine Scheibe von uns abschneiden. Jetzt haben wir ihr gezeigt, wer der Beste ist. Ich habe gegen dich verloren. Du warst fantastisch, Maika. Ich fand es schade, dass wir gegeneinander antreten mussten. Ich bin nicht gerne deine Rivalin. Genau, weil du verloren hast, Alter. Früher war alles viel besser, als ich noch deine, naja, deine Mentorin war. Wann warst du meine Mentorin? Denn das war ich doch, oder? Für dich und überhaupt. Ach, du bist gar nichts. Oh, Vivian, sag mal, weinst du etwa? Es tut mir so leid. Jetzt kann ich wirklich schniefen. Ich hab wieder Zunahmen Wasser gebaut. Herzlichen Glückwunsch, Maika. Von mir, lieber Quatsch. Herzlichen Glückwunsch von mir, Maika. Dein Outfit war herausragend. Ich freue mich so für dich. Es ist schon dein Aufstieg so hautnah mit. Dein Aufstieg so hautnah mitzuverfolgen. Und oh, schau mal, wer da ist. Halt, ich wollte noch was sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim internationalen Contest. Absolut fantastisch. Ihr Model hat alle verzaubert. Du, Maika, darf ich dich was fragen? Ich habe gedacht, wir könnten so eine Art Gütesiegelaktion machen. Ich sehe schon im Schild vom Fenster von meinem Salon von Styling-Legende empfohlen. Ach, Ines, du bist wirklich unverbesserlich. Aber es stimmt, den Titel dürfen sie jetzt tragen. Eben, und das wäre doch ein totaler Hingucker. Alle Leute würden darüber sprechen. Super Werbung. Ich will damit zeigen, wie wahnsinnig stolz ich auf meine Freundin bin. Du, Amelie und ich, wir rocken halt. Das stimmt nun auch wieder. Oh, wer kommt denn da? Fabulous, exzellent. Das war einfach großartig, Maika. Deine Mode-Creations bringen mich um den Verstand. I'm getting crazy. Ach ja, er ist immer so leicht hyperaktiv. Außer hab selbst ich ihn noch nie erlebt. Chloe ist sweet, die Happiness ist gut für die Gesundheit. Du hast die Modewelt im Sturm erobert, Maika. Du bist einfach wonderful. Ja, du warst wirklich herausgegangen. Den Stil Styling-Legende hast du dir redlich verdient. Du hast Vivian und meine Erwartungen um Längen übertroffen. Ich bin so stolz auf dich. Aha, ja. Oh, schau, deine Freunde sind gekommen. Mal sehen, wie du mit dem vielen Ruhm zurechtkommst. Oh, wie geil. Da ist ja die Frau der Stunde. Du warst einfach fantastisch, Maika. Ich muss zugeben, ich war am Anfang skeptisch, ob du es in diesem harten Geschäft zu etwas bringen würdest. Aber du hast mich von dir überzeugt. Laurens heißt er. Und ich freue mich so für dich. Von mir auch herzlichen Glückwunsch, Maika. Ich weiß, sie arbeiten jeden Tag mit Mode. Aber heute haben sie gezeigt, dass sie ein ganz großes Kaliber sind. Es ist mir eine Ehre, so eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Da vorne scheint es immer noch richtig zur Sache zu gehen. Der Applaus hört ja gar nicht mehr auf. In der Tat, die Zuschauer denken gar nicht daran, nach Hause zu gehen. Oder winkt Lena nach dir. Was willst du denn? Hey, Süße, aufi. Die Frau der Stunde wird auf der Bühne verlangt. Der große Moment ist gekommen. Yippie. Was? Wer die Frau der Stunde ist? Sag mal, schläfst du oder was ist los, meine kleine Süße? Du natürlich. Was dachtest du denn? Komm schon, wir alle wollen dich als frischgebackene Styling-Legende den Laufsteg hinabstreiten sehen. Ich wette, das Publikum wird dich total vergöttern. Wirst schon sehen, Chica. Dir zittern die Knie? Okay, ich weiß, was wir gegen so ein bisschen Lampenfieber machen. Du musst ja nicht ganz allein auf die Bühne gehen, Mal überlegen, wer da in Frage kommt. Ach, ich weiß, such dir jemanden aus deiner Lieblingsfreundin oder deine beste Mentorin oder.
Oder sag doch einfach, Lena, dass du mitkommen willst. Aber was, wer ich? Okay, das schaffe ich schon, richtig? Nur keine Panik, Lena, alles wird gut. Ich bin ja so aufgeregt. Ich meine noch nicht, wenn du mich dabei, deinen großen Moment dabei haben willst, dann werde ich für dich da sein. Klaro. Oder dachtest du, ich lasse dich im Stich, Girlie? Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich überhaupt nicht. Ich fürchte mich kein bisschen. Siehst du, ich setze einen Fuß vor dem anderen. Ich komme, ich eile, ich fliege. Ach, kurz, komm, komm. Ach Gott. Und die Credits sind wieder da. Aber, na gut, die kann ich auch wieder nicht abblenden. Müssen wir uns halt wieder angucken. Aber wir haben den internationalen Fashion Contest geschafft und ich könnte jetzt sagen, hey, das Let's Play ist jetzt richtig vorbei, weil wir haben den Beginner Contest komplett gemacht. Wir haben den Premium Contest komplett gemacht. Wir haben jetzt den Elite Contest komplett gemacht. Und ja, hier, wir haben jetzt auch den internationalen Contest geschafft. Allerdings haben wir die noch nicht komplett gemacht und das Let's Play hier wird jetzt so lange weitergehen, bis wir den letzten internationalen Fashion Contest gemacht haben. Das heißt im Prinzip, das ist jetzt noch eine Folge und dann vielleicht noch so 18 Folgen. Sagen wir mal 18 Folgen, weil ein Tag, ein Gaming-Tag, ne, ist ja so gesehen zwei Parts. Ne, einmal so, wo ich einfach nur Klamotten verkaufe und der zweite Part ist ja dann meistens, wo ich denn die Fashion Arena mache. Und ja, komm, dann können wir jetzt auch noch den Rest im Prinzip fertig machen, den internationalen. Vielleicht verkacke ich auch und dann werden es ein paar Folgen mehr, wer weiß. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werden wir noch den Fashion Contest komplett machen. Ne? Weil wir es können. Weil wir gut sind in dem, was wir tun. Kann ich wirklich nicht wegdrücken? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Aber okay. Dann lassen wir es halt noch ein bisschen laufen und ihr könnt euch so noch die restlichen Credits angucken. Und die Musik genießen. Wie viele an der Translation gearbeitet haben, ey, meine Fresse. Ja, wahrscheinlich werden jetzt alle aufgelistet, so für die einzelnen Sprachen. Jonas Marco, Miguel Rodriguez. Da kann man sich auch so ein bisschen so die Namen angucken. Paul, James, Claire, Michael. White, das Leben des White. Entschuldigung. Angelique und François. Mareike, Caroline, Christian, Christina. Camilla, Roberta. Ich weiß nicht, ich würde mein Kind nicht Roberta nennen wollen. Aber Valeria finde ich auch ganz schön. Salvatore, okay. Ist die Ballitz. Oh mein Gott, was haben die denn alle für Namen? Kali. Ah, Kali ist auch ein süßer Name. Ah, ich glaube, der wird in Deutschland nicht anerkannt werden. Wohl, müsste man halt wirklich durchsetzen. Haben wir es jetzt geschafft mit den Credits? Ja, nein, vielleicht. Ja, wir speichern. Und während der speichert, sage ich, okay, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, weil wir den Elite-Contest, nicht den Elite, den internationalen Contest gewonnen haben. Ne? Ich meine, das ist doch voll cool und verdient doch einen Daumen nach oben. Okay, dann auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.